Yeshua Mashiach. God will save you. Jehovah Nissi. God our provider. Jesus, you are Lord. Herzliche Grüße aus Uganda. Es ist schwer anzufangen mit einer Predigt in diesen schwangeren Zeiten, wo jeder so besorgt ist um die Zukunft. Aber ihr Lieben, ich glaube, wir dürfen uns freuen über diese Zeiten. Denn der Herr sagt, wenn wir diese Sachen sehen, dann sollen wir den Kopf hochhalten und uns freuen. Denn das Beste liegt vor uns. Und ich lebe ja in Uganda schon jetzt 24 Jahre und da darf ich mit großer Freude erzählen, dass letztes Jahr im August war es genau 400 Jahre, dass die Sklaverei ein Ende hatte. Im August 1619 sind die ersten Sklaven in Amerika gelandet und im August 2019 waren 400 Jahre voll. Und ich persönlich vertraue, dass Afrika jetzt aus allen Formen der Sklaverei herauskommt. Aber wenn wir uns die Kinder Israels anschauen, die leider 400 Jahre in Afrika in Sklaverei gehalten wurden, und deshalb haben wir auch geerntet, was wir gesät haben. Aber bevor sie in die volle Freiheit durchgebrochen sind, in das verheißene Land, kamen die Plagen. Die Plagen. Und wir haben jetzt in letzter Zeit in Uganda enorme Plagen gehabt eigentlich auf der Welt. Zuerst die Feuer in Australien, dann wurde gebetet für Regen, dann war Überschwemmung überall, dann die Ausbrüche von Vulkanen, dann hatten wir in Uganda Millionenschwärme von Heuschrecken. Auch bei uns im Norden, in Karamoja, kam so ein Heuschreckenschwarm, da wird der Himmel schwarz. Aber meine Mitarbeiter und alle Kinder, alle 300 Kinder, haben diesen Heuschrecken 5 Stunden lang so eine schwere Zeit gegeben, haben sie überall verjagt, dass kein Heuschrecken ein Ei legen konnte. Und nach 5 Stunden haben sie aufgegeben und sind weitergeflogen. Aber jetzt mit diesem Coronavirus. Welch eine Kontrolle hat dieser Virus auf der Welt ausgelöst? Ich bin ja nicht mehr die Jüngste, aber so etwas hat die Welt in meiner Zeit noch nie erlebt. Und das ist natürlich die Frage, was hat da Gott geplant? Ich bin überzeugt, dass Gott nicht der Urheber von dem Virus ist, aber er hat es zugelassen. Und er hat es zugelassen, um uns zu sich zu ziehen, um uns zu zeigen, wo stehen wir. Vor einigen Jahren, 3-4 Jahren, ich bin in München gelandet und steige aus dem Flugzeug aus und höre plötzlich ein lautes Schnarchen. Sage ich, Herr, was höre ich denn da? Sagt er, Europa schnarcht. Sie haben keine Ahnung, was abläuft. Sie müssen aufwachen. Und ich glaube, das ist jetzt ein Aufweckruf Gottes. Nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Wir müssen uns wieder auf das besinnen, was im Leben wichtig ist. Und da kann uns nur der Glaube helfen. Da kann es uns nur helfen, wenn wir auf Gott schauen. Denn wenn die Angst übernimmt, dann stirbt der Glaube. Aber wenn der Glaube wächst, dann stirbt die Angst. Und ich darf mit Freude sagen, dass in Afrika kaum Angst ist. Ich habe Afrikaner gefragt, warum fürchtet ihr euch nicht? Da haben sie gesagt, wir haben schon so viel erlebt in Afrika und es ist vorbeigegangen. Wir fürchten uns auch jetzt nicht. Aber trotzdem wollen wir den Anordnungen der Regierung vertrauen und gehorchen. Uganda hatte bis vor einigen Tagen keinen einzigen Corona-Fall. Aber ein Uganda ist nach Dubai geflogen, um Geschäfte zu machen. Und nach 5 Tagen nach seiner Rückkehr war der Coronavirus hier. Aber er ist isoliert, also es ist alles noch in bester Ordnung. Die Schulen sind alle geschlossen, auch die Kirchen. Wir treffen uns in Häusern. So war es ja auch in der ersten Kirche im ersten Jahrhundert. In Israel haben sich die Gläubigen nur in Häusern getroffen. Und der Herr Jesus sagt zu uns, wegen eures Kleinglaubens
Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Im 2. Korinther 4, 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und ich glaube, da führt uns Gott jetzt wirklich in eine neue Dimension. Denn besonders die westliche Welt hat ja hundertprozentig geglaubt, wir haben alles im Griff. Wir machen uns unsere eigene Welt, unsere eigenen Gesetze. Das Schlechte wird jetzt als gut betrachtet, das Gute als schlecht. Und Gott, ich habe auch gebetet vor einigen Jahren schon, lieber Gott, wenn du nicht bald etwas tust, um der Welt, westlichen Welt zu zeigen, dass sie Gott brauchen, dann musst du dich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Und ich glaube, Gott hat mein Gebet erhört. Aber je schneller wir umkehren, wir, die wir gläubig sind, und Buße tun und uns wieder zuwenden, Gott zuwenden, er wird unser Land heilen, er wird uns vergeben und das Land heilen und uns eine neue Dimension von Leben bringen, und zwar Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Im Hebräerbrief 10,38 heißt es, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. In Hebräer 11, 1 und 6, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also Glaube bedeutet zu wissen, was deine wahre Bestimmung ist und entsprechend deinem Lebensweg zu folgen. Immer voran, niemals zurück. Glaube bedeutet, mir Fragen zu stellen, in der Gewissheit, dass ich liebevoll und niemals herablassend beantwortet werde. Glaube bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Gott mich dorthin führen wird, wo es gut für mich ist. Glaube ist das Licht, das durch die langen, dunklen Alleen der Unmöglichkeiten hindurchleuchtet. Glaube ist der strahlende Sieger in jedem Handgemenge, jedem Tauziehen, jedem Kampf, in den du jemals geraten wirst. Glaube ist die Sprache, die du sprichst, wenn du mit Gott redest. Ihr Lieben, ich habe heute vom Herrn bekommen, ich soll das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen lesen. In Matthäus 25. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Und das Öl ist der Heilige Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist hundertprozentig. Denn nur dann werden wir in den Wegen Gottes wandeln, werden wir von Gott hören, werden wir von ihm geführt werden. Und als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und wir sehen auch jetzt, jahrhundertelang haben die Menschen gewartet auf die Wiederkunft Jesu und haben schon fast aufgegeben, dass er hier kommen wird. Aber ich garantiere euch, wir sind in der Endzeit. Und zwar noch nicht am Ende der Endzeit. Wir sind schon eigentlich 2000 Jahre in der Endzeit, denn schon die ersten Christen haben auf die Wiederkunft Jesu gewartet. Aber jetzt, ihr Lieben, jetzt kommen die Geburtswehen. Jetzt kommen die Stoßwehen. Aber dann kommt das Neue, in das wir durchbrechen werden, wo Jesus der Herr aller Herren ist, der König aller Könige, wo wir in eine neue Erde durchbrechen, in eine neue Dimension an Lebensform. Und da sind wir mittendrin. Also, sie wurden schläfrig. Und ich habe den Eindruck, die westliche Welt ist schon sehr schläfrig geworden. Und jetzt haben wir einen Ruf Gottes aufzuwachen. Aufzuwachen und zu hören auf Gott und zu vertrauen, dass das, was vor uns ist, noch viel besser ist, als das, was wir schon hatten. Aber es braucht Demut, Gott zu vertrauen. Es braucht Demut, Gott mehr zu glauben als den Umständen. Und um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. Geh hinaus ihm entgegen. Und die, die Öl hatten, kamen ihm entgegen. Die anderen sind zurückgeblieben. Und so sage ich dir,
Wende dich ganz neu Gott zu. Wende dich hundertprozentig Gott zu. Lass ihn hundertprozentig in deinem Leben das Sagen haben. Und du wirst sehen, dass du durch diese Zeiten gehst mit einer Hoffnung, wie eine Gebärende, die sich freut auf das kommende Kind. Und sie wird auch durch die Geburtswehen durchgehen. Und sobald das Kind geboren ist, wird sie alles vergessen haben. Ihr Lieben, das Beste liegt vor uns. Seid ermutigt. Kommt zu Jesus. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich für euch. Shalom, shalom. Thank you.